So, moin Leute. Neues Video, Zeitenjagd. Ford Mustang GT, 2015er Baujahr. Handschalter. Ich möchte nämlich einmal alle Mustangs miteinander vergleichen, was so die einzelnen Stages bringen. Denn die Videos, die im Netz sind, stimmen nicht so ganz. Das werden wir jetzt auch nochmal sehen. Ein Handschalter wird eine gute Zeit abliefern, aber nicht so gut wie große YouTuber anpreisen. Bei mir werden die Zeiten korrigiert. Wir messen mit einem PGear-GPS-System und die Zeiten blende ich euch dann unten im Video direkt korrigiert ein. Also bis gleich. Wir sehen uns. Also Leute, 12,1 Sekunden, erste Messung. Weiter geht's. Ja, aber da siehst du schon wieder, wie eng die Zeiten beieinander liegen bei dir. Ja. Eigentlich knüppelst du immer die gleiche Zeit fast raus, wenn du schalten kannst. Bin ich unter 100? Ja. Vergessen die Klimaanlage auszumachen, dennoch 12,0 die zweite Messung. Jetzt lassen wir die Klimaanlage aber wieder aus. Also wie gesagt, der Mustang ist komplett Serie. Außer, dass der immer mit 102 getankt wird. Naja. Wir sehen uns dann gleich bei der dritten Messung wieder. Messung Nummer 3. Jo. 12,1. Wieder 12,1. Eben die ganze Zeit immer so ein bisschen bergab. Mhm. Aber es wird korrigiert auf das gleiche hinauslaufen, glaube ich. Ja. Beste bis jetzt korrigiert 2,0. Ich meine jetzt 12,0. Messung. So, letzte Messung, Messung Nummer 5. Beieinander. Ja.
gesagt, der Mustang ist komplett Serie, der hat nur Spurplatten drauf und Federn. Ansonsten motortechnisch alles komplett Serie. Ja. Zeiten habt ihr ja gesehen, korrigiert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst besonders ein Abo da, ihr Geier. Denn ihr schaut die Videos alle, aber ein Abo lasst ihr nicht da. So, bis dann, Leute. Ciao.